Und dann willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe mich entschieden, noch ein bisschen hier in den Badlands als Nomade mich rumzutreiben, nachdem wir hier im Hotel gerade rauskamen. Und hier sind einige Missionen jetzt auf Mittel geschaltet wurden. Und das heißt, hier kann ich ja mal ein bisschen was erledigen. Wie? Ich habe was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde raus, wer es ist. Details anbei. Okay, wir haben vom Dellerman gerade gekriegt, dass unser Auto wieder geht. Ach, Panem schreibt uns auch. Hey, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Saul, über Mitch und Scorpion, über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass das alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will, aber scheiße, bin ich wirklich frei? Ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe. Wenn ich alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Okay, ist einfach nur... So, wir... Ich weiß nicht. Verstehst du, was ich meine? Okay. Aber okay klingt so negativ, so... Ach, weiß ich nicht. Okay klingt so wie nichtssagend irgendwie gerade in dem Moment. Verstehst du, was ich meine? Ich hatte mich rasht und du solltest zurückgehen. Das alles. Selbst wenn. Was mit Soul? Ich kann nicht ändern und ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halte mir keine Vorträge, Kompromisse. Das wollte ich nicht. Aber glaube mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt, das wirst du schon sehen. Ach Gott, ich habe gerade Angst, dass es falsch ist. Ich versuche nochmal zu laden und versuche nochmal die andere Option zu machen, was da passiert. Bis gleich. Ich habe nochmal geladen, das okay gemacht und das definitiv. Findest du es nicht gut? Das heißt, wir machen wirklich bei ihr. Bei der Panem. Das andere, das wollte ich nicht. So, okay. Jetzt haben wir eine Mission gekriegt. Human Nature. Richtig? So, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil hier alles auf einmal bei mir rauskommt. Nachrichten öffnen. Ja. Sabotagische Drohnendiebstahl unterbinden. Mein guter Freund Mosquito hat ein nettes Geschäft in den Badlands am Laufen. Er packt ein paar nützliche Drogen in eine Drohne, schickt sie nach NC und bekommt dafür ein hübsches Sümmchen auf sein Konto überwiesen. Wir bekommen einen beachtlichen Anteil davon. Das Problem ist, dass seine Drohnen seit einer Weile nicht mehr an Ziel ankommen. In der letzten Drohne haben wir einen Tracker eingebaut und siehe da, die Diebe haben sie bis nach Hause mitgenommen. Ich gebe dir die Koordinaten, du kümmerst dich darum, dass unsere Drohnen nicht mehr abgefangen werden. Gemeinheit. Haben die also die ganze Zeit das gemacht. Noch kurz zum Charakterstand. Ich habe jetzt Attributspunkt nochmal in Coolness gepackt. Das heißt, ich brauche 5 Punkte, da habe ich Coolness auf 20. Und ich glaube, maximal Stufe 50. Danach würde ich alles in Konsti tun. Einfach, damit ich ein bisschen mehr Leben habe, damit bin ich ein bisschen, halte ich mehr Treffer aus, falls ich doch mal entdeckt werde bei irgendwelchen Endgegnerkämpfen. Ich will die zwar alternativ machen, aber ich denke mal, das ist das Geschickteste. Gut. Und ich habe bei Intelligenz noch ausgebaut, als letztes hier Streuung, das heißt eine doppelte Reichweite von Quick Hacks, die sich verbreiten können. Ich denke mal, das ist ganz gut. Das heißt, wir müssten jetzt viel Spaß haben gleich. Wenn ich hier mal die ganze Bande erledige, die einfach die Drohnen mitnehmen. So, wir preachen uns erstmal rein. Was nehmen wir denn da? 7A zum Beispiel. 7A, BD, 1C. Ah, shit, daneben geklickt. BD, 1C, dann 7A ist shit, das kriege ich nicht mehr hin. Schade. So, damit machen wir erstmal ausschalten. Der kriegt einen kurzen. Bist du 5 oder was? Komm raus! 1007, guckt mal, wie das tickt gerade. 1700 Schaden. Krass. So, dann würde ich sagen, wir pingen einfach mal. So, was haben wir denn da? Drüben haben wir mindestens einen Gegner. Wir haben da... 1
Nicht das. Na gut, zwei Stück dort hinten noch. Ich mach's kurz und schmerzlos. Okay, da hinten sind noch welche. So. Dich kriege ich auch mit rein. Sehr gut. Du wirst gleich weggerasiert. Du bist hinter irgendwelchen Absperrungen verborgen. Muss jetzt überspringen auch, wenn es geht. So, schön von außen alles erledigen. Okay, was ist das dort oben? Irgendwas Technisches? Ich leider aus der Entfernung gerade schlecht erkennen. Warum denn so schüchtern? Wenn es jemand. So. Na gut, dann pingen wir mal. Gut, da haben wir noch ein paar. Da ist einer. Okay, da drüben sind welche. Wie viele sind denn der Seite noch? Nicht mehr viele, okay. Gut. Machen wir es wieder alle draußen, erst bevor wir reingehen. Oho. Hallo Kamera. Tschüss Kamera. Der Geschützturm machen wir auch mal raus. Also ich finde trotzdem, also schön wäre gewesen, hier noch eine irgendeine Taschenlampe zu bauen. Also finde ich extrem schade, dass irgendwie sowas nicht gemacht wurde als, wenn es eine Cyberware ist oder irgendwas, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, wir gehen hier im Dunkeln, obwohl, selbst mit dieser Sondersicht, die wir haben, wäre es einfach irgendwie praktischer, nochmal ein normales Licht zu haben. So, da ist eine Kamera, die machen wir auch mal aus. So. Wen haben wir denn da? Hallo, Monsieur. Und tschüss. Ich habe die viele, also ich muss sagen, das sind echt viele Kameras hier. Lassen also die Drohnen andersweitig fliegen. Ist eigentlich clever gemacht, muss man sagen. Da denkt die eine Partei immer, die werden alle abgeschickt. Wo es einfach wahrscheinlich besser wäre, wenn es immer nur eine, also von 20 Drohnen vielleicht eine nicht zum Ziel kommt, weil dann denkt man so, okay, hier, eine ist halt abgefangen worden oder so, aber. So, den haben wir. Da hinten gibt es noch einen. Den ich gerade nicht auswählen kann. Jetzt bitte. Den krieg ich gerade rein. So, da oben war doch gerade jemand. Schade, habe ich es gerade nicht gesehen. Warum denn so schüchtern? Ja, komm. Wir wollen mal wieder ein, zwei Stealth-Punkte kriegen, deswegen ab ins Lager mit dir. So will ich dorthin übrigens nicht auswählen. Klären wir, dass wir Erwachsene. Genau, Faustkampf. Da hinten sind noch zwei Stück. Ach, ist das angenehm. Also. Ja, Feindkontakt. Man kann jetzt sagen, was man will über das, die neue Spielweise, die ich jetzt hier habe. Ich meine, es ist auch Stealth irgendwie, ich töte niemanden. Aber, die hat für euch natürlich den absoluten Vorteil, ich muss nicht mehr die Ewigkeit hinschleichen, was echt eine Weile dauert. Das ist halt schon ein Nachteil gegenüber der aggressiven Spielweise, die manche mit halt irgendwie ja, mit Knarren haben. Denn ich muss ja erstmal zu dem Ort hinkommen,
brauche eine Weile, um auszuloten, wie ich am besten rankomme. Ein bisschen ausschalten, es klappt nicht, ich muss verladen. Dieses Spiel weiß, es dauert halt alles. Und das ist hier halt deutlich einfacher damit. Und ich denke mal, das ist auch für euch dann angenehmer. Dann kann ich das Ganze auch auf Band sozusagen lassen, weil ist ja nicht mehr so wild. So, die Kamera, die zeigt innen, oder? Richtig? Gut. Da oben ist einer. Kriege ich den von unten? Nee, schwer. Da drüben ist irgendwas noch. Was seltsam ist, weil ich habe eigentlich alles erlegt damals. Achso, da ist einer rausgegangen. Ah, die Debatte über welche Spielweise schwierig ist, kann man ewig führen. Das eine hat mit Reflexen zu tun und gut schießen. Das andere, was ich hier mache, ist halt viel probieren und lernen, wie man am besten mit irgendwas umgeht. Ob jetzt davon eine besser, schlechter, schlimmer ist, ich muss sagen, kann man die eigentlich mal Überlastung? So, warte mal, ich habe hier irgendwo gerade eine Kamera gesehen, die an war. Ja. Danke. So, also eigentlich kann ich langsam reingehen. Beziehungsweise mache ich mal ganz kurz mein Inventar frei. So, dann gehen wir mal ins Gebäude rein. Da ist ja jemand. Da war ja jemand. So, das müsste der Hinterausgang sein. Perfekt. Komm raus, es wird auch gar nicht wehtun. Die Stempel hier oben. Du erwartest echt, dass ich nach dir suche? Oh, ja, wenn du es machst, ansonsten guck ich mich mal unten um. Nehm eure ganzen Eddies mit. So, hier haben wir ein bisschen Munition noch. Da ist auch noch ein bisschen Munition, vermutlich. Ich glaube, ich kann ja auch laufen, weil bei der Musik kann die Kinder hören, woher ich komme. So, was haben wir denn hier? Anweisung. Wie man eine Drohne auseinanderbaut und mich nicht scheiße sauer macht. Zerr nicht wie ein Berserker daran. Wenn du die Schrauben nicht rausbekommst, Hände weg. Sand ist tödlich. Sand plus Elektronik, großer Mist. Großer Mist ist ungleich Geld. Kapiert? Wenn du keinen Lötkolben bedienen kannst, lass es. Lass die scheiß Akkus nicht in der Sonne liegen. Verbindlichsten verfickten Dank. Da hat einer ja auch sehr klar gemacht, was er meint. Warum ist hier dieses komische Bild? Ach, Hologramm. So, wir verlinken uns natürlich, wir wollen natürlich wieder ein bisschen Geld machen. Das Spiel hat mich gerade unterbrochen übrigens. Da ist irgendein Code, das kann ich nicht entschlüsseln. Wert. Wir können auch Nachrichten. Virus. Ich sollte meinen, jeder möchte gern hätte inzwischen Verschlüsselung. Egal. Wie lautet die Nachricht? Virus im Anhang. Schiff haben ein Virus gekauft und senden ihn rum via Lufttransmitter. Gab's hier nicht irgendwo eine Antenne? Mhm, aber nicht mehr lange. Gut, Virus im Anhang. Leichte Anwendung. Steckt den Splitter in die Steuertafel der Antenne bzw. der Sendeanlage und startet die Übertragung auf allen Kanälen. Wenn das nicht geht, wird der Virus einzeln auf jeder eingestellten Frequenz gesendet. Der Virus wird nur in Drohnen entpackt, die du bestimmst, unterbricht die Energieversorgung des Antriebs. Melde dich bei Problemen einfach. Mensch, die sind ja ausgefuchst hier. Da kümmern wir uns doch mal um eventuelle Dinge. So, wir speichern mal. Und gehen einfach mal nach oben. Langsam natürlich, weil es müsste ja noch eine Person da sein. Komm raus, es wird auch gar nicht wehtun. Da oben. Gut. Da muss aber noch eine Kamera. Obwohl ich nicht weiß, an wem die jetzt noch eigentlich Bilder sendet, um ehrlich zu sein. Also, ist das von extern? Genau, wie ist das mit Kameras gelöst? Werden die extern nochmal überwacht?
Das heißt, diese Bilder hier werden nochmal weitergeschickt und dann sagt eine höhere Instanz, hey, da läuft irgendwas ab, bitte schickt nochmal irgendwann jemand vorbei. Weil ansonsten sollten die Kameras mit dem letzten Gegner, der ausgeschaltet wird, eigentlich, ja, erledigt sein. Gibt ja für mich sonst überhaupt keinen Sinn. Aschen. Weil die Radios. So, wo ist die Kamera? Da über uns. Gut. So. Sind wir also oben am Funkturm. Und müssen da gleich rein. Machen wir aber erstmal Monsieur hier. Darf ich das gleich nehmen? Danke. Sehr freundlich von ihm. Darf ich nicht rein von hinten? Dann müssen wir es andersrum machen. Anlage. Da komme ich in den Bereich hier. Wo nochmal. Problem. Was? Wir haben ein Problem. Entweder verdunstet unser Stoff auf wundersame Weise oder jemand bedient sich heimlich. Frage ist, ob für den Eigengebrauch oder Nebenverdienst. Kümmern muss ich mich in beiden Fällen drum. Also intern sogar wurde das Zeug nochmal. Na Leute, habt ihr aber ganz schlecht eure eigene Kompanie unter Kontrolle. So, was haben wir hier noch? Geld, da ist noch ein Kühlschrank, den wir nicht brauchen. Hier ist nochmal ein bisschen Zeug da. Kein Sound kommt, das ist auch wunderschön. Und der PC war nicht auswählbar. Nein. Okay, dann gehen wir hier ins eigentliche Zimmer. Also zur Antenne hoch sozusagen. Gucken erstmal hier. Nein, alles gut. Dich habe ich jetzt gerade nicht im Schirm gehabt. Sorry. Da habe ich nicht gerechnet, dass hier, wenn alles passiert, hier oben nochmal einer aufkreuzt. Okay, es kann ja sogar sein, wenn der Alarm jetzt noch so läuft, dass noch eine zweite Person hier oben ist, oder? Dann machen wir mal einen Ping. Ja, ich durfte nicht. Transmitter erinnern mich an. An was? Früher 2020 haben wir die für freie Sender benutzt. Um Hardcore-Punk auf Bullenradios dröhnen zu lassen und so. Vielleicht sollte man lieber ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Okay, na dann. Stören heißt wohl anschießen wirklich. Tja, gemacht. Verlasse den Außenposten. Sofort. Wenn ich die ganze Zeit noch die Kampfmusik, obwohl es nur ein Knallo war, der noch rumlief. Der so weit oben aber eine absolute Plinse gewesen sein muss, weil ich mitgekriegt habe, dass ich da die ganze Zeit hier. Ach! Draußen gibt's noch einen. Okay. Ich bin gern offen, wenn hier noch einer will hier. Können gern noch ein bisschen weiter Spaß haben. Freunde. Ist keine Kampfmusik mehr, vielleicht war's das. Da unten ist auch was, könnte Radio sein. Hä, hey, aber ich hab doch alle K.O. gemacht. Außer es liefen halt einfach noch ein paar Typen eine Runde draußen. Die hab ich nicht alle erwischt.
Wir pingen einfach nochmal. Da ist die Schussanlage. Ich glaube, das war's. Schön wäre es noch, wenn man die aus Anlage auseinandernehmen könnte, irgendwie, aber. Gute Arbeit mit der Antenne. So ein Kopf auf den Schultern ist eben nicht nur schmückendes Beiwerk. Moskitosrouten sind wieder sicher. Dein Auftrag ist damit abgeschlossen. Den kriege ich aber nicht rein. Jetzt. Gut. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Das ist Auto holen. Oh, wir können ja bei der Dame auch mal direkt vorbeifahren, oder? Das wäre ganz witzig. Einfach mal Hallo sagen. Es war auch wieder so ein Lebenswürden mit Johnny halt drin. Das ist schon ganz witzig, dass der da auftaucht. Zwar manchmal nur für so kleine Gesprächsfetzen, aber immerhin. Ich hoffe, dass man mal fix dann Hallo sagt, auch mal von der Dakota, oder wie die auch immer heißt, Smith, was Kleines bekommt. Oh, das Auto lenkt sich. Wow. Sitzt hier. So, wir gucken erstmal kurz rum. Ich kann wieder mal nicht rennen, nachdem ich aus dem Auto gestiegen bin. Spiel. Ah, jetzt hast du verstanden, dass ich gerne. Er hat nicht verstanden. Darf nicht rennen. Hier. Ja, diese kleinen Sachen hier immer. Noch nicht? Ne, ich bin ganz normal unterwegs. Was haben wir denn hier Feines drin? In der Garage. Ah, ne. Hallo, Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Ich kann gerade nichts auswählen. Hast du was gesagt? Würde ich gerne, aber ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht hoch runter gehen. Und warum ausgerechnet ich? Gibt's einen Grund? Du wurdest uns empfohlen. Von wem? Das sage ich lieber nicht am Telefon. Können wir uns vielleicht treffen, um weiteres zu besprechen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Elisabeth Perales. Fort Salon. Mache ich später. Ich würde das mal gern wieder die Möglichkeit haben. Ich konnte nämlich nicht gerade hoch runter gehen. Das Spiel hat mir irgendwie gerade gemeint, dass das nicht im Bereich des Möglichen ist. So. Die Dame ist irgendwo dort hinten. Die Dakota. Ich hoffe nur nicht, dass die Standardantwort da eine schlechte ist, weil sonst bin ich jetzt angearscht. Demnächst, wenn ich nicht mehr hier wählen kann. Ach, auf einmal kann ich wieder rennen, oder was? Ich höre zu. Ich dachte, Nomaden sind immer unterwegs. Aber du nicht? Leute wie mich nennt man Statics. Wir werden auch gebraucht. Jemand muss sich um die kümmern, die kommen und gehen. Schon klar, kümmern. Für den richtigen Preis. Korrekt. Ja, korrekt. Jetzt geht's. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Konträr, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Das ist ein Ökosystem. Nomaden, Raffenschiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. Okay, das war's. Gut, ich kann wieder rennen. Ich weiß nicht, warum das Spiel manchmal so lange braucht zum Nachladen. Ob es irgendeine Option ist, weil einfach das Gebiet hier so riesig ist. Akako? Wie, Schätzchen, wie geht's? Hör zu, ich hab einen super Job für dich. Ich hab gehört, wenn Bako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel.
Heikel? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Vako. Der Job ist normal, aber der Kunde ist, anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Als wäre davor nie was gegangen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Wenige erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Ja. Bakako? Irgendwie hat das Spiel heute einen Hänger, kann das sein? Bakako? Über die Details habe ich gesagt. Bako? Achso, kein Soundfall. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Okay, was auch immer das war. Wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück! Warum kriege ich hier am Arsch der Welt einen Auftrag, der irgendwo dort drüben ist? Muss ich nicht verstehen. So. Ich habe irgendeine Nebenmission gekriegt. Wo ist denn die? Also ist es irgendeine, die hier draußen ist? Oder ist... Nö. Na gut, dann machen wir gleich mal hier die Verbrechenssache. Erledigen die. Oder kann man die Nebenmission... Ich bin nicht immer dafür, mal eine Nebenmission wieder zu machen. Wir müssen ja ein bisschen mal storymäßig, also nebenstorymäßig natürlich, reden von nichts anderem. Mal weiterkommen. Wir schnappen uns den. Ach, da ist er. Komm. Ja, ohne Ende Nebenmission. Was sehr schön ist eigentlich, wenn man es genau nimmt. Muss ich noch schauen, wie weit ich das in den Videos unterbringe. Ich würde halt die gelben Missionen eigentlich alle gerne aufnehmen. Und solche Sachen, diese türkisen, mache ich abseits der Aufnahmen, außer da kommt irgendwas echt Witziges als Mission raus oder irgendwas ganz Lustiges wie das eine Mal, was ich schon mal gezeigt hatte, oder? Mit dem Auto, was im See irgendwie versenkt wurde, das war ja ganz nett gewesen. So, ich nehme euch schon klar mal mit, damit ihr auch mal ein bisschen seht hier, was eigentlich zwischen den Missionen passiert, nämlich du fährst einfach nur von A nach B. Es gab halt bei LA Noire zum Beispiel die Möglichkeit, dass du direkt dich hinporten konntest, aber da hast du ja nicht ganz Gespräche mitbekommen. Und in der Mission war es auch wichtig, die also das Fahren, weil du durftest nicht bescheuert fahren, weil sonst passierte es, dass du keine gute Polizeibegleitung gekriegt hattest. Der das Spiel Eleanor noch kennt. So, Regina? Ich habe erfahren, dass Regina hier draußen Veteran zu Hause verbarrikadiert hat. Es wurden Schüsse gehört. Geh der Sache mal nach. Ich schicke dir die Details. Also, hier ist erstmal eine Drohne. Zieh dir lieber deine Wanderschuhe an. Der Weg hoch zu dem Haus ist ziemlich steil. Von hier unten sieht man nicht viel. Aber ich habe gehört, dass es eine große Schießerei gegeben hat. Also war es wahrscheinlich nicht bloß eine Familienstreiterei. Mittlerweile ist es so ruhig, aber an deiner Stelle wäre ich trotzdem vorsichtig. Okay, also irgendein Cyberpsycho mal wieder. Da können wir gleich mal nachschauen wieder, wie weit wir waren. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche... Genau, bei 11 von 17 waren wir. Wenn zumindest die Möglichkeit von außen mal reinzugucken. Also 6 Stück fehlen. Wir haben eigentlich schon 2 weitere gehabt, die zählten aber leider nicht. Die eine Moxie-Dame zum Beispiel. Irgendwo hatte ich noch eine. Also wir wollen mindestens noch 2 weitere.
die aktuell aber nicht aufgefallen sind. So, irgendjemand redet da. Kann auch ein Radio sein. Da ist noch eine Drohne. Die machen wir. Ach, verdammt, ich wollte wieder kurz schlucken. Ich mache mal lieber einen kurzen hinterher. Die Drohnen müssen uns ja nicht nebenbei das Leben schwer machen. So. Können Sie ja mal langsam rein preachen und dann mal nachschauen, ob wir eventuell schon ein bisschen eher was mit ihm machen können. Was brauchen wir denn? E9-1C7A. Mal hin. So, dann sicherheitshalber pingen wir mal. Darf ich mir doch nicht machen dort. Hallo? Da haben wir ihn. Das Problem ist nur, er steht genau dahinter. Ich bin an dem Boiler, das hat einen Vorteil. Aber hier ist er erstmal nicht untersuchen, das ist erstmal direkt Kampf. Er ist in der Hütte dort. Guckt nach vorne. Wenn es Schießerei da gab, nehme ich an, dass hier auch ansonsten Leichen rumliegen. Ach da, guck an. Natasha Creaney, keine Reaktion, kein Puls. Kleidung für zu Hause. Ist vermuten, dass er hier gewohnt hat. Natasha? Sie. Von großkalibrischer Munition getroffen, wahrscheinlich von einem Geschützturm. Oh, Geschützturm auch noch. Peter Creaney. So, und eigentlich, wenn wir es genau gesehen haben, ist der hier dahinter. Frage ist, ob wann er rauskommt. Gibt's hier irgendwas, was wir noch... Das Tor mal öffnen. Weg uns sichern. Dürfen wir das Gebäude rein? Klingen. Was hat denn so ein allgemeiner Typ mit Klingen zu tun? Neuer Splitter, komm nicht hierher. Komm nicht her, das bringt eh nichts. Sam hat völlig den Verstand verloren. Es ist nicht mehr sicher hier. Ich versuche ja verständnisvoll zu sein. Ich weiß, was er durchgemacht hat. Ich habe sogar unseren Sohn dafür ausgeschimpft, dass er so selbstsüchtig war und fliehen wollte. Mittlerweile weiß ich, dass er recht hatte. Fliehen ist die einzige Lösung. Ich kann überhaupt nicht mehr normal mit Sam reden. Letzte Woche hat er überall neue Minen verteilt und vergessen, mir Bescheid zu sagen. Wenn ich auch nur einen falschen Schritt gemacht hätte, wäre ich in die Luft geflogen. Dieses Haus fühlt sich langsam an wie ein Gefängnis. Wobei man in einem Gefängnis wenigstens weiß, was einen erwartet. Aber hier... Oh, hat er... Moment, aber Minen habe ich jetzt nicht gesehen. Dürfen wir hereinkommen? Nein. Sind hier Minen aktuell noch? Nö. Ich weiß ja, wo er ist. Frage ist nur, wann er rauskommt. Was lila Komponenten habe ich übersehen? Oh nein. Was eine Antenne, das ist gut, da muss ich dann mal hin. Das ist für Quick-Hack-Komponenten ganz witzig. Ach, das ist die Drohne, die abgestürzt ist. Warum man diese Komponenten nicht immer bekommt, das hat das Spiel leider auch nicht sehr schön. Das Looten von Gegnern kann mitunter ein bisschen schwierig sein. So, wir müssen den Typen aber herauskriegen, wenn wir es willen.
Da haben wir ihn. Okay, Russell Green. Kurzen. Dann machen wir mal Optik. Dann machen wir noch einen kurzen. Oh, der hat eine Schrotflinte, oder? Ich glaube, ich kann rennen. Kurzen. Gut. Okay, der war nicht schwer. The Hills Have Eyes ist hier wahrscheinlich der einfach nur Hügel. Was haben wir auf Fertigkeiten schon wieder Klingen? Kann ich damit Klingen auch höher bringen? Also die ist Untermini größer bringen als das Hauptattribut? Warte mal. Moment, das will ich mal ganz kurz untersuchen. Klingen sind bei Reflexen. Ja, jetzt kann ich höher sein. Ich bin immer bei 100%. Ah, wir haben einen Levelaufstieg und da würde ich sagen, wir machen noch was in die Int rein. Nee, Sequenz ist Blödsinn. Was machen wir denn noch? Effektdauer und Demons. Habe ich bisher nicht kein Problem gehabt eigentlich. Ach, guck mal, schaltet mal. Natürlich, 60% gefällt mir noch besser. So, kriege ich jetzt bitte auch mal den Splitter? Spiel. 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 Toll. Danke, Spiel. Okay, Splitter. Das hat man, das hat man. Ich glaube, Welt ist das nicht. Artikel kann das bestimmt auch nicht sein. Technologie. Maschinen sonstiges. Ja, Leute, ich würde euch das gern zeigen, aber ihr seht, ist das gerade nicht möglich. Außer es ist eins mit der oberen gewesen. Archiviertes Gespräch. Arschkriecher, kleine Bitte. Party, nee. Arbeit. Nee, ich kann leider nicht sagen, welcher Splitter das jetzt war. Schade war's. So, hier haben wir einen Stuhl. Da sitzt er drin. Wir haben hier noch einen Leppi. Da können wir auch mal ganz kurz reinschauen. Eine Nachricht noch ist, die interessant ist. Sorgfältig lassen die Blödsinn. Netrunner-Stuhl. Ich brauche neue Magnetspulen für den Netrunner-Stuhl-Modell irgendwas, den ich vor einer Woche bei euch gekauft habe. Wie er jetzt ist, hat er meinen Roaster oder meinen Raster kurz geschlossen. Vielleicht hätte ich das Ding bei euch testen sollen. Wenn da euer System verschmort hätte, wäre ich vielleicht den Leuten nicht so ein Müll. Was? Wenn der euer System verschmort hätte, würdet ihr vielleicht den Leuten nicht so ein Müll verkaufen? Achso, okay. Von Ansem. Chum, du hast einen Fernsehsessel gekauft. Ein totaler Vollidiot würde sich damit ins Netz einklinken wollen. Die Tech stammt praktisch aus der Steinzeit. Vergiss die Spulen und trenne die Verbindung, bevor du dir dein bisschen Hirn rausbrennst. Das ist kein Spielzeug für Möchtegern-Netraner. Mir das mal zu Herzen und mach dich nächstes Mal vorher schlau, bevor du etwas kaufst. Die Tatsache, dass ihr das nicht reparieren könnt, zeigt doch bloß, was für inkompetente Stümper ihr seid. Mir doch egal. Repariere ich das halt selbst. Ihr habt gerade einen Kunden verloren und ihr bekommt so schnell auch keinen neuen mehr, weil ich allen Leuten erzählen werde, wie absolut scheiße, wie sell everything and see is. Ja, der hat halt selber darum experimentiert und hat sich damit, ja, selber fertig gemacht. So, wir reden gleich mit Regina. Ich will noch ganz kurz hier hoch, weil, wie gesagt, Quick Hacks und so weiter. Komponenten, wir wollen ja mal ein bisschen weiterkommen. Was ist da gerade das Geschützturm? Das wird durchgesehen. 1C, 55, 1C. Ja, doch. Tja, das war ein bisschen übereifrig. Frisch. Kriegen wir noch irgendein 7A her? Ja, 7A, 1C.
7A1C. Ach, ist mir jetzt egal. So, ich muss aber ganz schnell Geschützturm. Bin ich auf der richtigen Seite rangegangen, oder? Das, sonst hätten mich ja die Geschütztürme. Ist das nicht blöd, dass die Geschütztürme nach dort ausgerichtet sind, während ich hier gekämpft habe? Oder hatte ich gerade Glück, dass die Geschütztürme in dem Moment gerade die Richtung geblinkt haben? Oder so rum? Alles gut. So, wir schreiben Regina mal. Ja, Cybersicher, das Haus auf dem Hügel. Hab ihn geschnappt und ihn ausgenockt. Der muss echt einiges durchgemacht haben in seinem Leben. Hab noch nie jemanden gesehen, der so paranoid ist. Hat versucht, sein eigenes IS zu schreiben. Was hat bloß zum Stromausfall geführt. Dann kam seine Familie vorbei, um zu gucken, was los ist. Verteidigungssysteme wurden aktiviert. Kein Wunder, dass er völlig ausgerastet ist. Danach. Wird nicht einfach, denen nach einer Sache, nach dieser Sache zu helfen. Okay. Der Idiot hatte solche Angst, dass jemand ihn umlegt, dass sein Haus von oben bis unten mit Fallen versetzt hat. Dummerweise ist ausgerechnet seine Familie reingelaufen. Danach ist er völlig ausgerastet. Gut, dass du ihn einsacken konntest, bevor er sich selbst die Kugel verpasst hat. Nice. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Ach, das sind die Minen. Ich bin ja hinten rumgelatscht. Aber ein Glück, weil ich bin ja relativ nah hingefahren. Okay. Gut. Hätten wir das. Ich glaube, ich werde mal ganz schnell das machen. Abseits der Aufnahme. Und dann sehen wir uns hier drüben wieder. Bis gleich.